Bernd Krautlohr führt uns wieder in entlegene Winkel rund um Kaisersbach bei Göppingen und direkt in den Schoß der Erdgöttin. Zwei Orte werden besucht, die Hägelesklinge mit ihren gigantischen Steinformationen oder mit Bernds Worten gesprochen, keine Megalithen, sondern Gigalithen. Weiter geht es zum hohlen Stein, natürlich entstanden oder aber künstlichen Ursprungs. Na ja, guck, da ist eine Wand, ha? Also schaut mal, auch noch fängt es langsam an, auch die Wand sieht ja auch richtig mal so genial. Ja, genial. Mhm, hi. Ja. Wahnsinn. Ich hab gesagt, Augen aufmachen, die sind schon überall so. Und das ist eine, ich würde mal sagen, alt-megalithische Anlage. Hier sieht man dann deutlich nach, wenn wir unten sind, das sind Riesen, das sind schon teilweise nicht mehr Megalithen, sondern Gigalithen und viele sind wirklich begradigt geschnitten und man sieht da einiges. Also ich finde es sehr beeindruckend. Aber wir müssen jetzt erstmal hier ein bisschen den, heute ist etwas leicht gefährlich, hier ein Abrutscher und dann steht man, liegt man unten beim Hund. Da haben wir scharf gefahren. Meine Mutter, die ist, wo ich jetzt wohne. Ja, also vor dieser Anlage und hier sind sie schon mal, wie beeindruckend das Ganze ist. Da dürfte schon so. Ich denke mal, wo bist du? Da bist du. Schau mal, also Michael, ich würde mal sagen, das ist kein Megalith mehr, das ist ein Gigalith. Schau mal, dieser hier. Akkurat geschnitten auch hier und der Stein da unten auch. Und hier die Passage exakt gerade. Also ich denke mal, der Stein, der dürfte schon so seine 600, 700 Tonnen wiegen, der hier, der in der Mitte. Vor allem ist der Plan geschnitten wieder. Genau, und hier aber auch links, auch der kleine. Und dann, wenn du weiter vorkommst, aber nicht zu weit vorne. Das ist rutschig. Sonst machst du den Abgang. Hier überall sind gerade Schnitte, ja, hier auch. Das Thema ist geschwätzt, das ist von Menschenhand. Ob man irgendwie vielleicht von irgendwas, ob man da Energien oder so, wenn man sich da rein begibt, so irgendwie macht man das... Aber schon beeindruckend, oder? Absolut. Wow. Ein Sauerloch. Ja. Und dann wie draufgesetzt. Ich denke mal, zu gewissen Zeiten sich reinsetzen und dass da irgendwas zu empfangen, oder? Ja.
gemacht worden sein. Ja, gehen wir mal gucken. So was, ich mach da noch ein Bild. Um körperliches Leiden loszuwerden, kriechte man dreimal durch ein enges Loch. Dieses Hindurchkriechen geht auf uralte Vorstellungen zurück, denen zufolge nicht nur Gutes, sondern auch alles Böse aus der Erde kam. Mit dem Durchzwängen von Engstellen im ewigen Fels wollte der Mensch all seine körperliche Leiden abstreifen, sozusagen der Erde zurückgeben. Also jetzt ist aber bis jetzt gar nicht. Also außer rum geht's ganz toll. Ja. Also. Jetzt? Ja, ja. Nee, nee, das geht. Stimmt auch. Bella. Hier. Dunkel. Oh, was hängt da für ein Stein drin, hä? Also, teilweise sieht man, dass man hier Maschinen angesetzt hat. Ne? Mhm. Und diese Schnitte, die machst du ja nicht von Hand. Richtig. Na, die Wände sind auch wieder richtig schön glatt und richtig plan. Was für eine glatte Wand, hä? Die ist auch richtig eben. Außerdem, wo ist das Gegenstück vertauscht? Ja. Oder ist es abgerutscht? Bella! Achso, der Geologe wird dann behaupten, auf der linken Seite ist das Gegenstück und der Block rechts. Genau, ist abgerutscht. Ein X. Oh, schaut euch die Wände an. Das ist gigantisch. Mal die Riesenplatte hier schon Keil eingesetzt. Das ist oben, gell? Nicht runterfallen. Diese Block hat das auch. Da unten, diese Block da an der Spitze, hat auch drei Stellen. Boah, da geht's runter. Allerdings nicht, ob die alt sind, diese Löcher, weil manche sind so oval, manche eckig. Mhm. Auf jeden Fall zugemacht. Ja. Und das ist neu mit so einem Betonmüll. Ja. Ja. Thank you.
Ja. Stufen drin. Ja. All die Mulden. Auch. Wahnsinn. Wie ich jetzt schon öfters mal gesehen habe, sind merkwürdige Löcher hier, hier da gegenüber, aber da kann man richtig fein landen, irgendwie, oder? Da oben auch. Aber ich möchte jetzt noch was zeigen, wegen so einer speziellen Auswaschung, die keine Auswaschung ist, weil wir haben hier ja auch ein mal zurück. Zwei Bauingenieure da, die wissen, dass das keine Auswaschung ist. Warte mal, verdammt, warte mal, jetzt haben wir den Ton nicht drauf. Nein. Also Auswaschung. Nein, es sieht so aus. Aber es sind keine, weil die gleichen Auswaschungen haben wir in Göttingen, in und in Bad Dürkheim. Das sind die gleichen. Ja, das ist mir auch. Wahnsinn, hä? Das ist wie so ein ganz gutes Schaut, was ich erstmal hier. Das ist eine große Hilfe, dass man immer so die Belungensage ein. Das ist so Tolkien. Drache, ja, genau, Tolkien. Ich glaube nicht, wenn das ist gleiche Wasser. Kann das das Wasser machen? Hier so. So doch nicht, das sieht zwar ausgewaschen aus, aber ich habe das gleiche, muss man schauen, Teufelstein, Bad Dürkheim, da siehst du auch solche Einbuchtungen und dann siehst du solche Wasser, als ob da Wasserspuren waren. Aber sieht ja, als ob die Säure, weißt du, so wie Säure. Da müsste das Wasser... Das hast du gemein mit dem Wasser, diese Stufen. Ja, guck mal so. Das ist auch zu glatt. Dieser Rutschstein ist Bestandteil eines Fruchtbarkeitskultes der Frühgeschichte. Frauen mit unerfülltem Kinderwunsch suchten damals wie heute derartige Rutschsteine auf, um hinunterzurutschen im Glauben daran, fruchtbar zu werden. Die Empfängnis eines Kindes war stark verwoben mit der Verehrung der großen Göttin, der Ahnen, dem Zyklus der Welt und einer Wiedergeburtsmythologie. Diese Vorstellung wurde verdrängt durch die christliche Missionierung, der Aufklärung und der Hinwendung zu den Naturwissenschaften. Die Göttin war der gesamte Kosmos und die Erde selbst. Sie gibt und nimmt, atmet ein und aus. Stirbt ein Mensch, kehrt die Seele zurück in den Schoß der großen Erdmutter, die mit ihren Kräften die Seelen verjüngt, bis diese durch eine Frau wiedergeboren werden konnten. Unsere Ahnen wohnen in der Natur an Seelensitzen wie Steinen, Bäumen, Höhlen und Quellen weiter. All diese Orte verkörpern den Schoß der großen Göttin, aus dem einst alles Leben entsprungen ist. Eine Frau mit Kinderwunsch begab sich an einen dieser Orte. Durch Körperkontakt mit einem solchen Ort konnte sie eine Kinderseele empfangen. Diese spirituelle Empfängnis vollzog die Frau durch Reiben ihres Schoßes oder Bauches an einem Ahnenstein. Oder aber sie rutschte mit nacktem Gesäß über einen Rutschstein. Namen wie Rutschstein, Hexenstein, Teufelsstein oder Kindlistein verweisen auf solche Seelenorte. Durch solche Umbenennungen versuchte die Kirche, die Verehrung solcher Orte zu unterbinden. Trotz solcher Umdeutungen bleiben es Ahnensteine, die dem Schoß der großen Göttin entsprechen.
sie deutlich, der Block ist schon dem Block dran. Wie gesägt, da sieht man die Fuge, der Stein ist angesetzt. Aber hier so eine Bohrung oder so, habe ich jetzt noch nichts gesehen hier. Da vorne hat es ein paar Löcher, aber jetzt keine Bohrungen. Eine Landestruktur. Da sieht man schön die ganze Anlage, die gesetzte Steine. Na, da haben wir auch ein bisschen so einen Pyramidenstein. Die Funke geht schon rein. Ja, ja, durch. Der liegt da drauf, der Stein. Der ist gesetzt, oder? Mhm. Sagst du auch, ja? Würde ich schon sagen. Polygonal. Ja, ja. Er ist drauf gesetzt. Das ist drauf gesetzt. Also polygonal war das mal wahrscheinlich. Polygonal, ja. Ja, oder Frostsprengung heißt es dann immer oft. Ja, ja, aber das ist nicht so ein Frostsprengung, weil das geht komplett durch. Ja. Das Schöne hier im Boden drin. Ich möchte wissen, was da alles im Waldboden drin ist, was wir gar nicht sehen. Ah ja. Da kommt ja viel mehr. Ja, die Form sehe ich auch nicht oft. Und dann wie so ein Bogen. Ja. Wie so ein Kopf oder so, ja? Das Archaische, das Ursprüngliche, Urquell allen Lebens, nach dem wir suchen im Hier und Jetzt, mit Höhen und Tiefen, dem Stamm folgend, manchmal abzweigend, doch immer richtungsweisend gen Himmel, dem Ursprung, rufend, raunend, folgend dem Urton. Ganz dahinter? Da geht's weiter. Da könnte es weitergehen. Ja? Ist gleich schon. Guck mal, der Stein. Ja. So, aha. Kannst du mal nochmal das hochleuchten? Ja. Wow. Was ist denn da drin? Ach du Jemini. Könnte weitergehen. Ah, ich muss meinen Rucksack absetzen.
Schau mal. Das seid ihr auch keine Frage. Wow, schaut euch an. Also hier. Die Neugierde mich packt. Wow. Ha. Ha, da wollen die ganze Felsen. Ach, schau nach oben durch. Ja, überall die Spinnen, ey. Ach, da hast du. Oh, da hört es aber auf. Da Ehrlich? Ist eine große Platte. Eine Platte? Oh, und was ist das da? Ist und das Kegel hier? Oder Zapfen? Das sind Zapfen. Dafür. Rechts Wasser. Oh, da geht's auch wieder rauf. Guck mal, da ist wieder hell. Guck mal da raus. Ah, da ist die Grotte, wo wir getönt haben. Mhm. Wahnsinn. Kommt mal da raus? Das kommt drauf an, wie groß wir sind. Umdreher. Zurück. Du musst halt manchmal. Ja. Kommst du in der Grotte raus, wo wir getönt haben? Aber guck mal, das sieht doch auch aus wie. Oh, mein Schuh ist schon ganz nass. Martina, man kommt da nicht raus. Doch. Ne? Also, du willst es nicht. Du oder? Mit deiner Statur kommst durch. Diese Felsformation hat frappierende Ähnlichkeit mit dem Molasse-Sandstein am Bodensee. So, wow. Jetzt sind wir am hohlen Stein und sieht doch aus wie der Molasse-Sandstein am Bodensee. Ha. Ah ja. Ja. Jetzt auch wieder Löcher. Die Löcher wieder. Wo ist die Stelle? Nicht schlecht. Könnte auch geschmolzen sein, weißt du das Ganze? Ja. Das ist wieder gebaut. Da oben sieht man es deutlich. Der Block, der Block, der Block. Die sind alle unabhängig voneinander. Und vor allem der da ist jetzt schon. Das ist halt dieses, diese breite Rinne da drin, das ist doch eigentlich ein Bearbeitungsspur. Ja. Das gehört jetzt nicht aus genau. Der Natur entstanden. Das ist ja. Und das so nahe ist. Ja. Ich hol's mir. Da geht ein Spalt rein da oben, guck, da geht's rein. Aber nicht arg weit. Steinblöcke miteinander verschmolzen, Zeugen einer weltumspannenden Katastrophe. Sieht doch fast aus wie ein geschmolzenes Bauwerk. Ja, hallo, hallo. Ja. War es doch Eiszeit und das Wasser hat sich in den Stein verflüssigt. Weißt du, und dann wird der Frost. Und genau. Ist das weich geworden. Weißt du, lass mich da. Das ist wie am Bodensee. Ja, ja, dann auch gesagt, Molasse.
Aber ich habe gar nicht gesehen, dass man das ist. Das sieht man schon mal nicht. Das ist ja richtig. Wow, die Schubzeichen. Da verengt sich's. Ja, guckt euch mal den Spalt da oben an. Ja, Hammer. Ja. Ist schon der Wahnsinn, ne? Ja, krass. Und dieser Riss wieder, ne? Bitte? Und wieder diese Fuge. Und wieder diese Fuge, ja? Und wieder diese Fuge. Ist aus zwei Blöcken. Ja, definitiv ist das aus zwei Blöcken. Echt der Wahnsinn. Ja. Das verjüngt sich ja immer mehr. Du kommst maximal noch jetzt. 2 Meter. Ach, das hat 3 Meter. Interessante Form. Naja. Ja. Eine Vulva. Ja, genau. Aber so, ja. Wie eine Feige, oder? Ja. Eigentlich so, ja. Mhm. Ich dachte, das wäre das Ende von dem, aber da ist ja krass. Ja. Aber da gibt es auch noch ganz spannende Dokumente. Jelito heißt der. Dr. Hans Jelito. Ja, die Spalte, die ist schon krass hier. Das ist ja nochmal eine. Man könnte annehmen, dass diese Höhle natürlich entstanden ist, wenn nicht der gerade Schnitt oben wäre. Wenn Wasser von oben da durchsickert, könnten solche Auswaschungen entstehen, doch dann müssten die Kanten des Schnittes ebenfalls verwittert sein. Somit denke ich, dass dies künstlich ist und hier der göttlichen Weiblichkeit geehrt wurde. Das ist auch schön, ja. Richtig glatt geschnitten, einzelner Block, das ist ein Block. Hier genauso, weiterer Block. Junge, echt mit dir. Counter. Oh, yeah.